ist ein richtiger Diktator. Ist der Boden sauber? Ja, okay. Nee, kriegt nicht. Wir haben eine Regel, wenn jemand verliert und der verliert dabei kein Leben, dann muss man 10 Liegestütze machen. Also man muss nicht, man beteiligt sich leider nicht an der Frage. Wenn der Mann auch verliert, wenn ich sie gegen die Dann ist man dann viel verstärker. Ich kann mich nicht annehmen. Der Verlierer ist weißt du.
Was geht, Dennis? Na? Thank you.
Hallo, ist Dennis im Chat? Hallo, Dennis. Komm, was mit dem linken Bildschirm? Warte mal, wie mache ich das hier? Ist das nicht alles automatisiert eigentlich? Porras. So, wir haben hier Pinkbart, steht das da? Pinkbart gegen Mali. Sehr spannend. History wahrscheinlich nicht so spannend. Aber vielleicht ist Pinkbart ja heute für eine Überraschung. Mehr. Oh, schöner Stern. Okay, passiert noch was? Cleaned up. Außer. Nice. Sehr schön. Hey Dennis, bist du da gerade? Kann man sehen, wer da ist? Du benutzt Twitch so selten. Da, Menschen. Du bist im Chat. Irrfahrt ist auch hier, cool. Hallo Irrfahrt. Wenigstens hat Pinkbart das geschafft, einen Nanana zu besiegen. Sehr lobenswert. Jetzt muss er noch einen Stock holen, aber das müsste ja jetzt nicht mehr so schwer sein. Das hier noch hin, dann ist der. Oh. Mani spielt auch tricky. Macht dann ganz gute Sachen. Dann macht er so einen Wave Dash und diesen interessanten Dash Dance und dann ist es vorbei schon. Aber hier Leben holen. Nice. Für wen seid ihr, Leute? Schöner Versuch und dann ist halt die Ostwitch nicht so schlau. Wahrscheinlich aus Versehen. Aber er dasht dann. Ihr seht, die ist ganz gut geworden auf jeden Fall. Das macht jetzt so Dash-Dance-Sachen, ein bisschen logische Punishes. Kommt, glaube ich, ein bisschen clumsy rüber alles, weil es halt nicht so gefestigt ist. Aber eigentlich sind voll häufig so die richtigen Ideen. Da nicht, weil die Abwehr, die war ein bisschen komisch. Aber hey. Aber ich bin dafür, dass er noch einen Stock holt. Genau den hier. Meine Abwehr wäre ein schöner F-Smash. Nein, absmashen. Egal, im nächsten Match holt er 2 Leben. Das ist jetzt mein These. Ich setz mich mal zu den Pizzaleuten.
Ich habe nicht mal die Nana gekauft. Catch 22 quasi. Ja, tatsächlich. Vielleicht muss ich da öfter einmal sagen, scheiß auf die Nana. Also das ist so, du bist dran, so einen Mixer zu machen dann. Weil wenn ich weiß, jedes Mal machst du so, bist zu fokussiert in mich, dann muss mich gar nicht anstrengen, wieder zurückzukommen. Boah, jetzt ist mir auch warm. Ja, safe. It's a me. Che strato. Hai vinto. We won. Und dann sieht 8. No. Komplett, ja. Yeah, sometimes.
Maybe we can do something. Dude, why is the bracket the same? Always the last four times I've ever done. Yeah.
Oh, let's fucking go. All mats close it. All mats close it. Wait, I'm out. Yeah, all mats close the result. How much? 3-1 from you. Yeah. I should train against cheap more. Schwarz sein. Ja. Genau.
spannendes Spiel hat, dann schwitzt man noch viel mehr. Das ist ein Livestream. Das ist ein Livestream, ja. Also wenn du nicht drin sein willst, dann musst du da... Wenn du, die Kamera ist da, ich zeig gerade, ob du das Spiel hast. Also wenn du da raus sitzt, dann musst du hier links hin. Okay, jetzt sehe ich. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ja, ja, ich glaube, hier gibt es irgendwo, wie gesagt, eigentlich. Wir müssen den vielleicht mal rausfahren. Aber wir wissen es auch, das ist jedes Mal so unerträglich. Die ist leider hier echt irgendwie, ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, wir müssen die Glasscheiben auch, dass das so. Ich könnte mir vorstellen, dass die Tatsache, dass es hier den ganzen Tag offen war, ja. Dass man das hier noch aufwärmen kann, wie so ein kleines Terrarium. Ja, ja, halt wirklich. Aber da hat man halt leider keine richtig große Kontrolle drüber, aber das hängt ja davon ab, wer vorher drin war. Und die wollen ja dann auch nicht im Dunkeln sitzen. Ja, das ist ganz schlimm. Und dazu kommt noch, dass man hier die Fenster nicht offen, aber man kann nicht durch. Ja, das wäre halt auch gut, aber der Raum hinten ist halt immer geschlossen. Da darf man auch nicht durch, leider. Ist ein bisschen blöd. Wenn das hier komplett offen wäre, das wäre... Perfekt, ja. Ich wünschte. Also, das ist überhaupt so komplett uneinladend, so, wenn man hier immer zumachen würde. Ja, wirklich halt. Also es geht ja auch ein bisschen, dass man ein bisschen nach außen halt hin existieren kann. Das ist ja auch immer schön. Wir nennen das auch immer ein bisschen das Aquarium, dass wenn Leute da spielen, dann kommen immer Leute vorbei und schauen so rein. Also da interessiert es ja auch plötzlich. Aber man muss halt wirklich, die wollen immer nach draußen gehen. Das ist so cool.
Yo, is that Gorf in the chat? Goes to OSAP Drolian, Shots MD, all the way from Canada. Wow, incredible. The crowd goes wild. He's pink. Jose's pink. Boff Target was playing Fox today. Yo. Top 8, baby. Oh. Oh. Dennis, you should have came to chill, man. Are you coming next week, though? We need it. If it cools down Berlin in any sense, it's worth it. Oh, this guy! Who does he think he is? Oh yeah, the people of Berlin don't know this, but Jose's the worst Randall player on planet Earth. He cannot do any combos on Randall. Any combos. Ah, gotcha. Honestly, like, I think taking a break is perfect. But I would encourage just coming to the Yeto and having a few beers whilst on break. It's super fun. Oh, or I guess maybe the devil might tempt you into entering the tournament, though, so I kind of understand if maybe that's your worry. Oh, look at this guy! Is that Wizrobe? Is that Consti, the Green Falcon? What's this called? 2-0 for shots. I have to report something. Who won? Oh, yeah. That was so close, like Marley pulled off zero to that hand off at the end. Very, very, very close. I got the money. Talking to Mr. Dennis. Yo, what's up, Dennis? The famous word? Jenny Prenzelberg. Oh, shit, see him? He's here, the commentator, Jenny Prenzelberg, is in the chat. Holy. Jenny P6 Awa in the chat, please. Oh, we got some great side piece coming. Oh! Oh my god. Oh! He's trying too hard now.
This is the side B bros. Another one? Oh, super I thought. Yeah, yeah, I thought it was for sure. Run up, wave dash back, oh, side my. B. It's time to stop stomping. It's never time to stop. Whoa, come on. Oh. The commentator. Oh my god. I look forward to call. Jenny Prenzenberg. Juglé. Do you prefer the rapper or the commentator or the player? Or the Twitch streamer. The Twitch streamer. Oh, he's a man of many titles. Yeah. Oh, the hug. Right. That was extremely lucky. Oh, come on, man. Oh. Yeah. Oh, wow. No, he's got it. Oh, he does not have it, actually. Fuck Gary. Wait, was that you didn't get the combos on Randall. You couldn't combo on Randall, though. Was that it? Yeah. Huh. All right, I guess. Gary, we play again. Yeah, I was too far anyway. You guys played. Was it 3-0? My hat's not showing now. My hat's in the same game. 3-0? Oh, no. That's three bosses together. I think we're gonna play off stream, Dennis, I'm sorry. Down for karaoke this weekend though, Dennis? My friend from Canada is a karaoke expert. He's not much of a Falcon versus Falco expert, but karaoke, yes. Oh, wait, never mind. Maybe he is a Falcon Falco expert. Wait a second. I mean, we could also just spectate. We're gonna go to the Mauer Park karaoke Sunday. Sweet. Wow, this matchup is so unfair for Falcon, in my opinion. Wow!
Extra. Nikola, what was the score against Shots? And Gera, what was the score against Early? 3-1. 3-1? Vorhändig verloren. Deswegen darf ich jetzt deswegen ist es immer schwer, bis zu mir Zusatz zu gewinnen. Erstens musst du mehr Sets spielen, noch eins mehr. Und dann musst du auch noch in Brands 2 Sets gewinnen. Das ist schwierig. Hey, ja, Dennis, Berlin ist schon ein krass volatiler Ort zum Aufwachsen. So. Also, ich weiß nicht. Also wenn ich jetzt so keine Ahnung, in bestimmten Gegenden in Berlin unterwegs bin, so, dann... Ich bin richtig gut aufgewachsen, schön in Riesenstraße. Was, wo bist du? Riesenstraße. Das ist doch auch ziemlich zentral, oder? Ja, das geht, das ist halt direkt an der Bucht. Ach so. Ja, keine Ahnung, ich denke, das ist so ein bisschen, das ist schon massig so Potenzial, hier in so viele Richtungen falsch abzubiegen, oder? Ich glaube, in woanders gibt es nur so 2-3 Möglichkeiten, falsch abzubiegen, als junger Mensch. Aber Dennis sagt, ich bin richtig gut aufgewachsen, bereue nichts. Ja, aber für wie viele so Leute in deinem Umfeld kannst du das Gleiche sagen? Weißt du? Alle. Ich dachte, dass jetzt auf dem Land besser wäre oder so, aber ich glaube, auf dem Land hast du mehr Kontrolle drüber. So schön Sonnenallee aufwachsen. Ey, du, ich war gestern Abend noch im Schlesischen Tor. Das kann man echt keinem Mensch mehr zumuten, da so die Ecke. Also, du kommst aus dem Bahnhof raus. Wir werden direkt Drogen verkauft, Leute spritzen sich Heroin so in so richtig öffentlichen Dings. So wack. Aber das ist auch so ein bei Kotti so. Ja, Kotti ist halt so schön, deine Straße ist so. Zoo ist ja mittlerweile, also ja, Zoo war auch schon immer ein bisschen ein Loch, aber es. Ich glaube, Leopoldplatz auch. Ist ja halt überall, jede große Ecke hat ein bisschen das so. Größtenteils würde ich sagen. Und es wird halt wirklich nichts dagegen gemacht, das ist schon nicht so schlimm. Stacy's Base, Digga, Dennis. Sie war mal sehr cool. Auf jeden Fall. Aber das ist richtig unangenehm jetzt. Keine Ahnung. Ich find's halt vor allem mal auch so. Und es ist ja nicht mehr so, als könntest du da so nice hin und mit deinen Leuten mal ein Bierchen stellen. Das ist ja richtig voll. So. Jeden Abend. Weil da so alle Leute irgendwie die Clubs wollen. Keine Ahnung. So Watergate oder sonst was. Watergate habe ich letztens rausgefunden. Das ist irgendwie Top 20 von den beliebtesten Clubs der Welt oder sowas. Was wild ist, weil ich. Hab noch nie drüber nachgedacht, da hinzugehen. Keine Ahnung. Ja, da, wenn du davon ein bisschen weggehst, dann sure, aber du musst ja auch da durch. So, durch den Schlesi, durch die Station, um da hinzukommen. Und ich finde, das ist wirklich ab so bestimmten Uhrzeiten einfach halt so mega, mega unangenehm da. Kannst ja eine Tierlist machen, die darksten Orte in Berlin. Dennis sagt, ich fahre Fahrer, also okay, cool. Die darksten Orte in Berlin. Würde ich jedem empfehlen. Würde ich halt auch nicht jedem empfehlen, weil die, also das ist ja auch nicht gerade die sicherste Sache in Berlin. Was nochmal ein Problem ist. Das ist halt ein bisschen einfach auch schlechter Ort für Fahrradfahren. Und U-Bahn halt auch. Es ist deutlich besser geworden, so muss man dazu sagen. Und U-Bahn ist halt auch manchmal, vor allem nachts halt. U-Bahn ist halt mega, mega wacky auch. So. Das könnte man alles machen, indem man halt die Stadt vollsitzt. Ich finde das. Also ich bin ein größter Berlin-Stan, so, ne? Ja, aber ich weiß nicht, wie sehr ich das jetzt für eine Person sehe, die voll impressionable ist, zum Beispiel. So. Und ich glaube, wie gesagt, woanders hast du halt die Möglichkeit, da noch so ein bisschen Erziehung gezielter zu gestalten. So, weißt du, wenn du irgendwas los ist in der Gegend und, keine Ahnung, dein Kindergarten ist so für Nazis oder so, dann kriegt man das, glaube ich, viel leichter mit als Person, die das halt nicht möchte. Und ich glaube, in Berlin, sobald das Kind 16 ist, hast du Oh, the Get Up Attack! Oh, is Magic watching? The Magic... Oh, shit! Ausrufzeichen Clip? Herr Dennis, aber dein Maß, wenn dein Vergleich das Land... und Berlin ist dann okay, aber halt jeder andere Ort, an dem man so ganz gut Radfahren kann, also jede Großstadt ist halt insanely viel besser als Berlin für Radfahren. Also das ist wirklich
Also und dazu muss man sagen, es ist wirklich besser geworden. Als ich 2020 zurückgekommen bin, war es wirklich so, wow, hier so auf der Kantstraße ist jetzt so ein Radweg oder so. Davor war ja wirklich so einfach nur quasi Bürgersteig oder Straße so mäßig. Und, aber das wird ja auch jetzt scheinbar nicht noch besser. Also ist, wie gesagt, Potenzial, ja, so. Voll, ich stimme dir voll zu. Aber es geht so viel schief gerade, dass ich es wirklich schwer finde, das so als so zukunftsgerechte Stadt für ein Kind zu endorsen. Vor allem, weil ja halt auch so... Was, wie will das Kind dann irgendwann eine Wohnung bekommen, wenn das jetzt schon so schlimm ist, weißt du? Das ist ja so... Bis dann! Hot Take, Münster ist so eine scheiß Stadt zum Fahrradfahren. Ja? Da sind halt so viele... Da sind viele Fahrradfahrer, ne? Halt auch so viele Backsteine. Oh! Und sowas halt. Ja, das ist auch ein Ding, so. Das kann auch problematisch. Und halt, die haben halt richtig geil, die haben halt so einen Ring um die Altstadt, so einen Fahrradring, ja. Wo man halt Fahrrad fahren kann. Ja. Halt ach so, geil. Dennis hat übrigens auch gesagt, ich arge, das wäre ich für Bayern. Aber das Ding mit Bayern ist ja, dass du da alles viel kompakter hast und mit dem Rad tatsächlich rumkommst, ja, in deinen kleinen Straßen. So. Dass du über die Landstraße fährst, das also machst du ja idealerweise nicht, weil du halt das Dorf am Ende gar nicht so oft verlässt oder halt eben Busse nimmst oder Auto. So. Man halt hat dann ja ein Auto. So. Das Fahrradding in Berlin, finde ich, ist halt eine Necessity, um mal halt gut rumzukommen. Theoretisch, wenn es gut funktionieren würde. Was es nicht unbedingt tut. Auf dem Land ist das ja eine ganz andere Sache. Da musst du nicht Radfahren, weil halt die Straßen nicht überfüllt sind. Beziehungsweise halt eben du dir einfach einen Führerschein halt holen kannst, weil sich ein Auto da auch irgendwie lohnt, weißt du? Was ich auch schlecht finde, aber das ist halt ein bisschen angenehmer und wie es da ist. Und ich finde, da sollte man ja auch nicht so jetzt so, da sollte ja nicht Autos aus so bayerischen Dörfern entfernen. Die sollen aus Berlin entfernt werden. Aufs Auto angewiesen sein auf dem Land ist, glaube ich, Premium. Ganz ehrlich. Also klar, du musst Geld dafür zahlen und so, aber I don't know. Ich seh das Problem nicht. Das Problem in Berlin, aufs Auto angewiesen zu sein, ist, ja. Aber das hat, ich würde Heiki sagen, oh mein Gott. Boah, ich würde sagen, Heiki, das ist halt auch für Dummies ein bisschen. Für die FDPler. Was, weil du aufs Auto angewiesen bist, ist das scheiße, oder was? Weil wie gesagt, ich würde sagen, Auto auf dem Land ist jetzt so, keine Ahnung, mach halt. Ist doch vielleicht besser, wenn du halt nicht so viel saufen kannst, so dann. Alles, theoretisch ist alles, was ich sage, ja auch einfach, dass halt Berlin mit allen Gefahren und Unsicherheiten halt wirklich einfach kein so krass kindgerechter Ort ist. So. Vor allem wegen halt so krass viel Risiko darauf, dass halt eben wirklich das Kind auf eine falsche Bahn gerät oder sowas, würde ich sagen. Oh, ein neuer Chatter deutlich mehr reingekommen. Was geht, Domme? Ich finde ehrlich gesagt auch base, dass wir keine Führerscheine haben. Aber dafür ist es ganz schön peinlich, wie schlecht die Stadt für alles andere ausgebaut ist. So. Das BVG funktioniert auch ziemlich gut, weil das halt vor 20, 30 Jahren gut ausgebaut wurde. Und da bin ich sehr glücklich drüber, weil wenn das jetzt ein Problem wäre, dann wäre die Stadt so im Arsch. So, weil die würden nicht aus dem Arsch kommen. Man sieht ja auch. So mit den Fahrradwegen, was da jetzt gemacht wurde, oder was? Ja, ich finde gut, dass die Bahn jetzt langsam barrierefreier wird. Jetzt werden halt immer mehr Fahrstühle gebaut. Ja. Das mussten die sogar machen. Die sind sogar 30 Jahre zu spät damit, glaube ich, oder so, ne? Das ist ja auch... Man! Zum Beispiel bei mir in der U-Bahn-Station wird jetzt auch umgebaut. Aha. Die möchten ja auch jetzt so viel... die haben ja einen Plan gemacht, wie die U-Bahn alles auch weiter möchten. Ja. Die haben halt so viel getan. Diesen Extra-Ring, das ist ziemlich sick, aber es sollte halt auch mal passieren. Und ich sehe das halt in den nächsten... Dann kann ich halt mal 30 Jahre nicht über Impfstand. Ja, du, für dich ist das ja, also ich meine, wann soll das denn passieren? Wann soll das kommen? 50? Ja, ebenso, das interessiert dich bis dahin noch gar nicht mehr. Wenn du Pech hast, kannst du dir bis dahin keine Wohnung mehr leisten, so, und dann musst du eh weg. Ja, Berlin hat auch sicke Nachtbusse. Ich bin gestern von der Warschauer Straße um so 3 Uhr morgens direkt zum Zoo gekommen mit dem N1, das ist insane, einfach durchgefahren.
Und von da aus halt immer Bus nach Hause. Boah, letzte Woche war es für mich richtig scheiße. Wegen, da die Ringbahn halt gesperrt war. Ja, ja. Auch nochmal ein Ding, so warum gab es da keinen Ersatzverkehr und so? Wack. Da war Ersatzverkehr. Aber wir sind dann einfach irgendwie mit Bus und dann Tram gefahren und dann hinter. Du, Dennis, Berliner haben, also wir haben ein paar gute Grundbedingungen und so, aber wenn man das mit jeder anderen so Großstadt oder Hauptstadt von so dem Kaliber vergleicht, haben wir halt so noch ein gutes Überbleibsel von so öffentlichen Verkehrssystemen und so ein komplett Shit-Ass-Kacker so Fahrradnetz. So. Mal gucken, ob das irgendwann mal kommt mit dieser Fahrradautobahn. Das wäre jetzt sick, wie gesagt, da wäre ich voll down. Aber das ändert ja immer auch nichts daran, dass ja mit den Kindern nichts zu tun hat. So. Es geht ja wirklich rein darum, dass du halt als Kind, glaube ich, echt ein bisschen abgefuckte Eindrücke bekommst. Vor allem jetzt langsam so. Ich weiß, also so... Vor allem, wenn man halt in jedem Stadt so. Ja, ich weiß nur, dass bei mir so, als ich klein war, das war so eine richtige so eine Randerscheinung, dass man mal so eine richtig so abgefuckte Person gesehen hat oder so. Auch in der Jugend dann noch. Nur mittlerweile ist das richtig so ein, ja, keine Ahnung, das ist Peter, er spritzt sich so wieder was. So vor allen Menschen. Das ist schon viel öffentlicher und viel krasser geworden. Und das ist schon schlecht, will ich jetzt mal sagen. Ich nörgel darüber, was das mit den Öffis, die wir hatten oder die wir haben, seit halt Ewigkeiten nicht mehr richtig was gemacht wurde. Also, das Streckennetz, wie es jetzt gerade existiert, ist halt so wirklich fast identisch wie das, was wir vor, was, 10 Jahren oder so hatten? Ein paar Sachen haben sich, glaube ich, schon geändert. Aber, ja, aber ja, keine Ahnung, du 50er, ja. Wer fährt? Ich bin nicht viel. Das schon, also der Grundbaustein ist halt voll gut. Ich finde halt nur, dass das ist so für das Wachstum der Stadt. So, wir sind ja seit 15 Jahren haben wir, glaube ich, fast 1 Million Leute mehr bekommen. Vor allem halt Randbezirke. Oder 500.000, glaube ich. Irgendwie so Spandau raus. Ja, ich meine, da kommst du ja auch immer noch ganz gut raus. Das ist halt immer halt schon scheiß Inconvenience und ich finde, da hätte man echt viel, viel mehr, viel früher machen können. Ja. Vor allem halt, man muss halt die Randbezirke halt ein bisschen attraktiver machen. Damit das halt nicht alles nur in die Innenstadt so, alle möchten in die Innenstadt und sowas. Ja, das ist ja, da lassen wir auch einfach Spekulanten dran. Ja. Also, das ist ja auch kacke. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh wow. 3-1. Ich habe das Gefühl, wir gucken immer nur auf den letzten Stock und dann passiert was Cooles. Ja, das war's. Du musst spielen, ne? Nur ich? Wie gegen wen? Nix Track? Gegen Nix Track. Achso. You wanna go already? Was? Oh yes. Was mich an Hamburg richtig verwirrt, ist halt diese Ringesysteme. Die haben irgendwie 6 Ringe oder so, das ist so nervig. Da finde ich das halt in der Linie gewesen. Ja, Brandenburg hat auch ein Dorf namens Borgsdorf, was eigentlich auch ziemlich cool ist, wenn man ein Star Trek-Fan ist. Thank you.
mein Gott, in diesem Dorf möchte es. Ich spüre es. Was los denn ist? Jose, what's your opinion on the Falcon versus Falco? Yeah. Fuck Falco. Yo! Jeez.
Sheesh. So, großes Finale. Thank you.
So, ich mach mal den Stream aus, weil wir jetzt alle nach Hause gehen, weil es gewittert. Na dann, bis Nedo.